Post aus Norwegen. Retire, die neueste Version, jetzt in diesem Video. Herzlich willkommen beim Fahrgeschäft für Bikes. Mein Name ist Basti und wir stellen euch heute nochmal wohlgemerkt das Retire-System, kann man sagen, vor. Wir haben euch dazu schon mal ein Video gemacht, das ist allerdings schon ein paar Jährchen her. Ich befürchte fast schon 3 oder 4 Jahre. Und Retire hat uns angeschrieben, hat gesagt, hey, wir haben da schon ein bisschen was verändert, also nehmt euch doch unser Produkt nochmal genauer vor. Und dann haben sie uns ein Paket geschickt und hier ist es. Wer Retire noch nicht kennt, es ist ein Reifen. Also du hast einen Grundreifen und dann hast du einen Reißverschluss außen drum und kannst über diesen Reißverschluss verschiedene Oberflächen drauf, wie nennt man sowas, hinbauen. Das heißt, du hast einen, der Grundreifen ist ein ganz normaler Slickreifen, also eher für trockene Temperaturen, fürs eher normale Straßenfahren. Dann gibt es noch eine Version für Mountainbikes, da kannst du dann einfach nur oben drauf diesen Mountainbike-Reifen schnallen. Dann hast du noch so eine Art Crossreifen, den haben wir jetzt halt hier auch mit dabei. Einen Winterreifen, der ist mit ja, ein bisschen weniger Spikes bestückt. Und dann gibt es noch einen richtig brachialen Eiswinterreifen, der hat dann so um die 300 Spikes. So, dann lasst uns doch mal schauen, was so in diesem Paket ist. Wichtig ist, wir haben jetzt hier ein Starter-Set. Starter-Set heißt, ihr habt verschiedene Skins, so nennen sich diese Aufsätze, die ihr da drauf schnallen könnt, und die Basisversion des Reifens. Das ist jetzt das Starter-Set eigentlich als Maximalset. Wir haben drinnen, wir sollten drinnen haben zwei Grundreifen, ein Gravel Chaser nennt sich der, das ist quasi so eine Art Gravel-Reifen für etwas gröberes Geläuf und einen Winterreifen mit 160 Spikes, also nicht der ganz massive, sondern nur der mit 160 Spikes, langt aber, denke ich mal, für uns deutschen Winter auf jeden Fall aus. Ich denke mal, wenn man in Norwegen lebt, dann braucht man eher den anderen mit 300. Was haben wir sonst noch? Wir haben zwei so komische Tüten hier drin. Es wirkt eher so ein bisschen wie Tücher oder so. Wir werden es nachher nochmal auspacken und schauen. Was auch gut ist, wir haben einen Schlüssel oder besser gesagt ein Tool dabei, was uns hilft, die Spikes zu ersetzen. Ihr habt hier also schon mal Ersatzspikes und das Tool dazu, um die zu erneuern dabei. Das ist auch sehr nett. Nochmal so eine Tüte. Dann haben wir einmal diesen Gravel-Reifen. Wie gesagt, der ist kein direkter Mountainbike-Reifen, aber halt eben fürs Gröbere. Und hier ist dann noch dieser Icebiker nennt sich der und das sind die Grundreifen. Das sind auf jeden Fall, also alles in zweifacher Ausführung natürlich drinnen. Und dann haben wir hier noch so Tüten. Ich schätze mal, das sind die Tüten für diese Reifen. Wenn ihr sie nicht braucht, dann könnt ihr sie hier mit einpacken. Und das war es auch schon. Also war es schon, ist gut gesagt. Es ist schon massiv viel, was ihr hier bekommt. Und ihr bekommt hier eigentlich ein Set. Kostet normal über 300 Euro, gibt es aber meistens für 199 Euro. Also dieses Set, so wie es hier steht, auf der Webseite von Retire, 199 Euro. Und da ist eigentlich alles mit drinnen. Und wenn ihr mal bedenkt, ihr nutzt ja immer nur einen Teil des Reifens. Das heißt, ihr nutzt ja nicht einen Reifen durchgehend durchs ganze Jahr, sondern ihr nutzt halt dann mal diesen Cross-Reifen oder halt eben den Spikes. Und somit ist der Verschleiß auch nicht so hoch. Also ihr habt hier nicht so viel Verschleiß, dass man sagen müsste, ihr müsst es jedes Jahr austauschen, sondern das geht meistens. Ich denke mal, dass es schon eine relativ lange Zeit auch funktioniert. Wir packen die Dinger mal gescheit aus und dann schauen wir sie uns mal an. So, und wie vermutet vorhin, das, was wir hier haben, ist ein Buff. Also es ist quasi wirklich was, was ihr um den Hals tragen könnt oder halt vielleicht auch so ein bisschen über den Kopf. Es ist eine Art Schlauch. Also ihr habt hier so einen durchgängigen Schlauch. Da steht natürlich Retire drauf als Werbeeffekt. Aber was der noch hat, was andere Buffs nicht haben, ist hier so ein Fließeinsatz. Also ihr habt hier wirklich noch einen wärmenden Effekt. Also finde ich cool. Ist ein echt gutes Ding im Vergleich zu den normalen Buffs. Gerade für den Winter natürlich ideal. Also ich bin mir nicht sicher, ob ihr die auch mitbekommt. Das war jetzt natürlich an uns gerichtet, dieses Paket. Da kann es sein, dass man immer noch so ein bisschen Werbegeschenke mit reinpackt. Aber wenn ihr die natürlich mitbekommt, ist das natürlich schon der Wahnsinn. Dann haben wir noch diese Reifenhüllen. Die schauen wir uns auch noch mal ein bisschen genauer an. Das ist quasi, oder das ist eine Tüte eigentlich nur. Ja, eine Tüte zum Aufklappen. Die könnt ihr dann sogar als Rucksack auch nehmen. Kennt man solche Tüten, kann man sich dann hier auch als Rucksack rumbinden. Da könnt ihr natürlich dann die Reifen, wenn ihr sie nicht braucht, reinschmeißen. Und dann habt ihr immer alles an einem Platz. Aber es ist gut, dass man dran denkt, dass man sagt, okay, komm, hier habt ihr auch noch die Möglichkeit, die Sachen aufzubewahren. Was ich auch schön finde, sie sind nicht mit Kabelbindern festgemacht. Zumindest nicht die externen Reifen, die Grundversion schon. Ihr habt hier noch solche Bänder,
Könnt ihr dann, falls ihr Langlauf oder Skifahrt, auch noch dafür. Das ist multifunktional einsetzbar. So, dann haben wir jetzt hier diesen Gravel-Reifen. Und das Prinzip, ihr seht schon, wer es wie gesagt noch nicht kennt, wir haben jetzt hier einen Reißverschluss dran und den können wir auf den Grundreifen dann einfach draufziehen. Das seht ihr dann, wenn wir es anbauen, auf jeden Fall nochmal ein bisschen besser. Es hieß jetzt von Retire, sie haben diesen Reißverschluss nochmal ein bisschen verändert. Und unser größtes Manko, was wir eigentlich das letzte Mal hatten, war, dass dieser Punkt, wo die beiden Reifen aufeinander wieder treffen, dass der einfach einen zu großen Spalt hatte, hieß es von Retire, haben wir auch überarbeitet. Das heißt, der Spalt geht wieder ein bisschen zusammen. Es ist wichtig, dass man das nicht am Anfang schon gleich bemängelt. Also die Reifen setzen sich ein bisschen auf diesem Grundreifen und dann wird dieser Spalt immer weniger. In der vorigen Version, für die, die vielleicht die alten Versionen noch kennen, war hier noch so eine Lippe unten drin, die fehlt hier komplett. Viele haben die auch weggeschnitten, habe ich gelesen, weil die halt einfach eben genau so einen Hügel gemacht hat und dann eben diesen Spalt nicht richtig, dass der sich nicht richtig setzen konnte. Deswegen ist dieser Bügel eigentlich jetzt, oder diese Lippe ist komplett verschwunden und ja, es macht auf jeden Fall einen guten Eindruck, dass das jetzt vielleicht alles auch passen würde. Das ist der Gravel Tire und dann schauen wir uns jetzt nochmal den Winter an, den Winterskin. Auch wieder schön, wie gesagt, kein Kabelbinder, sondern so ein Stoffband. Finde ich persönlich recht nett. So. Ja. Das ist auch seltsam, dass man so einen Reifen einfach so ausklappen kann. Das bin ich nicht gewohnt. So, und hier seht ihr jetzt diesen Winterreifen. Wie gesagt, das ist 160 Spikes. Es gibt noch einen mit 300 Spikes, der ist dann fast schon voll. Diese kleinen Spikes kann man dann austauschen. Ihr seht hier das sind eben die Spikes. Die könnt ihr dann rausziehen. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber das wird da bestimmt eine Anleitung dazu geben. Und dann eben mit diesem Stern dann nochmal wieder reinbauen. Ist auf jeden Fall gerade für die jetzige Zeit. Wir haben jetzt gerade Dezember 2022, es ist endlich mal wieder Schnee. Da macht dieser Reifen auf jeden Fall Sinn. Und dann kommen wir noch zum letzten Teil. Da hole ich bloß mal kurz einen Zwicker. So, und dann haben wir den Grundreifen. Das fühlt sich jetzt wie ein normaler Reifen an. Der ist jetzt halt, wie gesagt, auch ein normaler Reifen. Der ist nicht offen. Und hier habt ihr das Gegenstück zu diesen anderen Reißverschlüssen. Das ist dann quasi der normale Reißverschluss, wo ihr die dann drauf machen könnt. Allerdings, was ich jetzt schon gleich sehe, wir hatten auch bemängelt, dass es einen Reflexionsstreifen wir hatten damals eine Version, die hatte einen Reflexionsstreifen drauf. Ich sehe jetzt halt hier gerade, dass gar keiner mehr so einen Reflektorstreifen drauf hat. Also ihr müsst hier auf jeden Fall mit Katzenaugen noch arbeiten oder mit Speichenreflektoren. Denn so wie es aussieht, gibt es das hier nicht. Es kann sein, dass dieses Blau vielleicht ein bisschen reflektiert, aber ich würde da jetzt nicht so drauf. Oh, kann sein. Müssen wir nachher nochmal nachschauen. Ich würde sagen, wir bauen das mal an und gucken uns mal das Ganze im Praxisbeispiel an. So, wir haben jetzt halt hier ein Trekkingrad, ein Simplon Chinoa. Wir hoffen, dass es reinpasst, aber es müsste eigentlich schon. Also die Reifen sind breit genug hier, die jetzt halt schon vorab drin sind. Wichtig ist, wenn ihr euch nicht sicher seid, schaut bitte bei Retire selber auf der Website. Da gibt es sogar so eine Art, passt es oder passt es nicht. Da könnt ihr irgendwas auswählen. Da könnt ihr auf jeden Fall mal nachgucken. Wichtig ist immer, dass ihr halt Acht drauf gebt, wenn ihr Schutzbleche habt, dass halt eben mit diesen etwas gröberen Skins, dass das nicht am Schutzblech streift. Denn da ist meistens irgendein Lichtkabel drin oder sowas und dann könnt ihr das natürlich beschädigen. Und sobald ihr dann natürlich auch noch Dreck drinnen habt, kann das natürlich auch zu Geräuschen führen. Das sollte man vermeiden. Ansonsten ist es einfach nur ein Reifen montieren und das werden wir jetzt auch hier machen. Also wir bauen jetzt mal diesen Grundskin hier drauf und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Wichtig bei der Montage ist auch, wir haben jetzt halt hier so eine Art Laufrichtung. Also man sieht schon, wie das Profil hier so nach vorne will. Also ich würde sagen, das ist auch unsere Laufrichtung. Das wird bestimmt auch irgendwo draufstehen. Genau, also achtet auf die Laufrichtung des Reifens. So, vorher war hier ein SV19-Schlauch drin. Wir mussten quasi den Schlauch umändern, denn der Grundreifen ist ein 42er. Also von dem her 42 mm Grundreifen ist die Breite.
Auch noch mal kurz zu den einzelnen Versionen, die es gibt. Es gibt 26 Zoll, es gibt 27,5 Zoll, 28 Zoll und 29 Zoll. Welches wir hier haben, ist die 28 Zoll Variante. Ist einfach ein bisschen eher aufs Trekking ausgelegt. Es gibt aber auch noch die 29 Zoll, da ist dann eher so ein bisschen Mountainbike-lastiger. So, wir haben jetzt den hier auf 4 Bar aufgepumpt. Wichtig ist, dass ihr das auch macht, also mit Vorsicht bitte, denn der Reifen muss sich noch ordentlich setzen und es ist ein bisschen... Der ist ein bisschen starrer als ein normaler Reifen, würde ich fast behaupten. Das heißt, der muss auf jeden Fall ein bisschen aufgeknallt werden, sodass der halt sich da schön in die Felge rein, dass der da schön reinrutscht. Wir bauen den jetzt mal hin und dann gucken wir uns das Ganze mal am Rad an. So, wir haben ihn jetzt halt eingebaut. Ich muss sagen, es schaut schon ein wenig komisch aus, wenn man vorher dieses Rad gesehen hat. Also wir haben vorher einen 60er, einen 50er Reifen drauf. Jetzt hat es quasi ein 42er drauf. Es wirkt schon ein bisschen schmaler und optisch, ihr seht es auch hier schon, dass natürlich wahnsinnig viel Platz ist am Schutzblech. Ist natürlich gut, denn so könnt ihr auch meistens die anderen Skins draufbauen. Aber es wirkt halt so in der Grundversion schon ein bisschen sehr schmal. Wichtig ist jetzt, okay, ihr fahrt jetzt so und dann kommt ihr an Stellen, wo ihr quasi den Schlauch mal oder den Reifen mal wechseln wollt. Wir gehen jetzt mal davon aus, es ist Winter. Und ihr seid ein bisschen gefahren, habt jetzt halt euren Winterreifen dabei. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie man den da drauf baut. Es gibt ein Video, wie man das Ganze drauf bauen muss. Wir sind jetzt halt mal hier ganz experimentierfreudig und probieren es einfach aus. Normalerweise, wenn man einen Reißverschluss hat, dann hat man ein so ein langes Anfangsstück. Und ich schätze mal, da muss auch dieser Reifen drauf. Wir schauen uns das Ganze auch nachher nochmal an, wie das dann funktioniert, wenn wir das Rad unten am Boden stehen haben. Denn da gibt es anscheinend auch irgendwie so eine neue Technik dazu. Okay, das klappt schon mal nicht so einfach. Jetzt. So, also wir haben jetzt halt hier diese lange Seite. Da schieben wir den Einreißverschluss drüber. Das Ganze auf die andere Seite noch. Seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht, aber ist jetzt auch nicht. Es ist einfach nur ein Reißverschluss. So. Wie gesagt, dadurch, dass das Ganze neu ist, ist es auch noch ziemlich gummiartig alles. Und dann ziehen wir einfach unseren Reißverschluss zu, wie bei einer Jacke. Mal so ein bisschen vorlegen und dann kann man den zuziehen. Also die eine Seite geht echt gut, die andere ist dann ein bisschen störrisch. Aber es ist echt lustig. Also es ist. Ja. So, wir kommen dem Ende zu. So, gescheit zuziehen. So, was auch cool ist, diese Reißverschlussklammern hier, die sind sehr fest hier an der Seite dran. Also die drückt so ein bisschen hin, dass die halt nicht auch auffliegen, weil das Schlimmste wäre, wenn ihr so fahrt. Gut, die haut es dann einmal hin. Ja, da sieht man schon, dann verhakt sich's. Also wirklich darauf achten, dass ihr, wenn ihr sowas habt, die Reißverschlüsse einfach so nach hinten klappen, sodass die auch wirklich fester dran sind. Gut, jetzt schaut das Ganze auch wieder ein bisschen besser aus. Jetzt haben wir wieder ein bisschen breiteren Reifen. Irgendwas schlägt hier am Schutzblech an. Das ist der Reißverschluss. Okay. Ja, der schlägt da voll an. Das heißt, wir müssen unser Schutzblech noch ein bisschen optimieren. Also ihr müsst hier wirklich drauf gucken, dass ihr von der Breite hinkommt. Hier ist es jetzt so, hier steht dieser Reißverschluss hier an dem Bügel an. Wir haben aber noch ein bisschen Spiel auf der anderen Seite. Das heißt, ich stelle jetzt mal einfach schnell kurzes Schutzblech. So, ich habe euch ja gesagt, wir zeigen euch das noch, wie man das am Rad montiert. Also wir haben jetzt hier diese Base-Version. Und jetzt werden wir einfach mal diesen Reißverschluss wieder einfädeln. Das habt ihr ja vorhin schon mal gesehen. So, und dann könnt ihr eigentlich einfach nur zuziehen. Und dann dreht ihr immer ein bisschen weiter. Und so könnt ihr das sogar am montierten Rad machen. Das heißt, es ist eigentlich relativ schnell auch auf dem Weg möglich. Also ihr braucht dafür nicht extra irgendeinen Montageständer oder irgendwas zum Hochmachen.
Und das Ding ist dran. Und wie ihr hier schon seht, dieser Spalt ist gar nicht mehr so groß. Das legt sich dann nach einer Zeit. Und dann könnt ihr unbeschwert fahren. Und genauso geht das auch wieder runter. Einfach nur aufziehen und immer ein bisschen vordrehen. Das ist ein bisschen unspektakulär, aber so könnt ihr relativ schnell eigentlich euren Reifen umbauen auf jetzt zum Beispiel hier einen Winterreifen. So, zu meinem kleinen Kritikpunkt vorhin mit diesem Reflexstreifen. Es ist so, dass der blaue Streifen hier schon eine gewisse Reflexionswirkung hat. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, macht euch noch Speichenreflektoren rein. Die gibt es ja auch in weiß, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Aber ich habe jetzt auch nichts gefunden, was darauf hindeutet, dass dieser Reflektor in irgendeiner Weise dieser TR80 oder sowas Norm entspricht, also im Straßenverkehr zugelassen ist. Wenn ihr sicher gehen wollt, wie gesagt, dann macht euch da noch Speichenreflektoren hin. Wir haben jetzt halt hier eine kleine Testfahrt gemacht auf wirklich trockenem, aber richtig harten Untergrund und auch über Eis. Und ich muss sagen, die halten erstaunlich gut. Und es ist jetzt halt wohlgemerkt noch nicht mal die Version mit den 300 Spikes, sondern nur die mit den 160. Es ist also für, ich sage jetzt mal, deutsche Winterverhältnisse ist das optimal. Denn ihr habt so die Sicherheit, dass ihr auf kurzen Eisstücken zum Beispiel recht gut fahren könnt. Und auf Schnee habt ihr natürlich den besten Grip. Also man sieht es auch, wenn man so diese kleinen Trails lang fährt hier, dann hat man da wirklich auch einen guten Vortrieb damit. Es gibt dann natürlich noch den Cross, diese Cross-Skin. Da könnt ihr dann, sobald es Frühling wird, könnt ihr drauf wechseln. Das ist relativ schnell gemacht, das Ganze. Also ihr könnt hier super schnell einfach auf euch auf Witterungsverhältnisse einstellen. Von dem her ist die Idee immer noch total genial, wie auch schon vor 4 Jahren. Was ein bisschen stört im optischen Bereich ist, dass der einfach ein bisschen sehr, also er läuft nicht gerade, dieser Skin, sondern der ist immer ein bisschen wackelig. Ich weiß nicht, inwieweit sich der dann nach einer gewissen Zeit einfach setzt, sodass der dann wirklich schön gerade ist. Aber es hat auf den Fahrkomfort eigentlich keinen Einfluss. Also ich hätte jetzt gedacht, dass es schlimmer ist, dass es ein bisschen mehr so wegdriftet. Das tut es überhaupt nicht. Also ihr habt hier schon die volle Kontrolle, auch auf solchen Bedingungen. Und wer jetzt wirklich das ganze Jahr unterwegs ist, für den ist es auf jeden Fall eine Überlegung wert, denke ich mal. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Retire selber, also auf die Webseite. Dort könnt ihr auch die ganzen Sachen bestellen. Es geht erstaunlich schnell, selbst wenn es von Norwegen kommt. Es ist relativ schnell dann bei euch. Also ihr könnt, auch wenn ihr jetzt merkt, es kommen solche Verhältnisse, dann schnell noch was bestellen. So, ich würde es mal sagen, eine halbe Woche, dann ist das Ding bei euch da. Das war es mit dem Ersteindruck von Retire oder mit dem zweiten Eindruck von Retire. Wir haben es, wie gesagt, damals ja auch schon getestet. Und es ist immer noch der gleiche, also das gleiche Fazit kann man sagen. Es ist ein wahnsinnig gutes System. Du kannst dich sehr schnell auf verschiedene Witterungen einstellen und du hast hier eigentlich ein Set, mit dem du alles abdeckst. Du musst nicht verschiedene Reifen umbauen, sondern du kannst ja einfach nur diesen Reißverschluss drauf und dann hast du ein komplett anderes Reifenpaket drauf. Also, für wen es was ist, schaut in die Videobeschreibung. Alle anderen dürfen natürlich gerne mit einem Abo und mit einem Like auch hier bleiben. Also, like gerne dieses Video und abonniert unseren Kanal. Das bringt euch was, das bringt uns was und so können wir Videos für euch produzieren. Jetzt bleibt mir nichts anderes zu sagen, als wir fahren noch ein bisschen durch diesen kalten Wintertag, sonnigen, aber kalten Wintertag. Bis bald. Ciao.